Guten Morgen und nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das Thema Corporate Volunteering. Und darunter versteht man die Förderung des gesellschaftlichen Engagements von Beschäftigten. Wir fragen uns heute, wie kann die wertvolle Ressource Unternehmen sinnstiftend genutzt und Partnerschaften auf Augenhöhe aufgebaut werden? Das Webinar soll dazu beitragen, die Zielgruppe Unternehmen besser zu verstehen und Corporate Volunteering in die Ziele und Wirkungslogik der sozialen Organisation zu integrieren. Hierzu begrüße ich ganz herzlich unsere heutige Referentin Stefanie Frost von Vostel.de, der digitalen Engagementplattform mit Herz. So viel von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen jetzt allen ganz viel Freude und übergebe an dich, Stefanie. Vielen Dank. Hallo. Ja, ein Hallo auch von mir an alle Teilnehmerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich würde gleich von Anfang an einmal kurz fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich euch alle duze. Das machen wir bei Vostel immer so und bei den Workshops finde ich das einfach eine nettere Atmosphäre. Ich hoffe, das ist für euch alle in Ordnung. Genau, ich werde heute dieses kleine Webinar machen zum Thema Unternehmensengagement und Corporate Volunteering. Das ist ursprünglich ein 6-stündiger Workshop, den ich jetzt für euch versucht habe, in diese Stunde einzudampfen. Genau, ich gehe einfach durch die Themen und am Ende könnt ihr gerne auch noch eure Fragen stellen dazu. Was werden wir uns anschauen? Wir schauen uns als erstes an, was ist denn eigentlich die Zielgruppe Unternehmen? Das heißt, wie ticken die? Was wollen Unternehmen? Warum engagieren sich Unternehmen überhaupt? Um dann uns nochmal anzuschauen, wie können sich Unternehmen überhaupt engagieren? Und welche Formate könnten vielleicht auch zu euch passen? Da werde ich ein paar Formate vorstellen und vielleicht entdeckt ihr da ja auch schon ein paar Dinge, wo ihr sagt, ja, das könnte auch für meine Organisation passend sein. Und am Ende gebe ich noch einen kurzen Abriss zum Kooperationsaufbau. Das heißt, wie könnt ihr selber so eine Kooperation aufbauen und wie plant ihr die gut? Genau. Ich starte noch mal kurz mit ein paar Worten zu uns oder zu mir und zu Vostel.de. Wir sind die digitale Engagementplattform mit Herz, wie gerade schon gesagt wurde. Das heißt, wir verbinden Menschen, die sich engagieren möchten, mit Non-Profit-Organisationen, die Hilfe suchen im digitalen Raum. Das heißt, wir sind eine Online-Plattform und das machen wir für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen. Und genau, wir beraten Unternehmen, wir richten Social Days aus für Unternehmen und wir haben auch ein Online-Tool. Und im Rahmen unserer Zusammenarbeit seit 5 Jahren machen wir das mit Unternehmen, konnten wir über 3000 Volunteers vermitteln, haben über 200 Social Days ausgerichtet, sodass ich sagen würde, dass wir ziemlich gute Erfahrungen haben als Mittler zwischen sozialen Organisationen und Unternehmen. Und von diesen Erfahrungen möchte ich euch jetzt eben gern berichten. Dabei arbeiten wir mit sehr großen Unternehmen zusammen, aber auch mit sehr kleinen Unternehmen. Das heißt, es gibt da auch wirklich eine große Bandbreite an Erfahrungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Genau. Starten wir doch mal mit der Zielgruppe Unternehmen. Mich würde vorher, bevor wir da einsteigen, aber noch mal interessieren, um euch auch noch mal kurz ein bisschen besser einschätzen zu können, ob ihr denn schon Erfahrungen mit Unternehmensengagement habt. Und da haben wir eine kleine Umfrage, wo ich bitten würde, die mal kurz einzublenden, wo ihr einfach mal kurz abstimmt. Habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, waren die eher sehr gut, eher schlecht oder sehr schlecht? Oder habt ihr ja noch gar keine Erfahrungen gemacht? Genau, klickt doch einfach mal was an und dann schauen wir uns gleich mal an, wie es bei euch in der Gruppe so aussieht. Genau, also die Umfrage ist offen. 80% von Ihnen haben auch schon abgestimmt. Es wird noch weiter abgestimmt, deshalb lasse ich es noch einen ganz kleinen Super. Moment offen. Und dann schließe ich jetzt die Umfrage und zeige Ihnen auch direkt das Ergebnis an, das ziemlich eindeutig ist. Und zwar 53% von Ihnen haben gesagt, ja, Sie haben schon Erfahrungen mit Unternehmensengagement gemacht. Diese waren auch eher gut. 9% sagen, ja, sie waren sehr gut. 3% von Ihnen sagen, ja, sie haben Erfahrungen gemacht, die waren aber eher schlecht. Und 35% haben noch gar keine Erfahrungen mit Unternehmensengagement gemacht. Okay, super. Das heißt, wir haben eine ganz gute Mischung aus
Newbies, also ein Drittel, die noch keine Erfahrung gemacht haben, wo ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, was man denn tun könnte. Und auch ein super Wert finde ich, dass die Hälfte eher gute Erfahrungen gemacht hat. Weil ich auch sehr oft mit sozialen Organisationen spreche, die sagen, boah, das mit den Unternehmen, das ist immer so anstrengend und das ist immer so viel Aufwand, da was zu organisieren für die, damit die am Ende auch happy sind. Ja, deswegen deckt sich das nicht ganz meine Erfahrung und freut mich natürlich, dass die Erfahrungen eher gut waren. Genau, wie wir die Erfahrung sehr gut machen können, darüber sprechen wir jetzt. Dazu schauen wir uns, wie gesagt, die Zielgruppe erst einmal an. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Das haben wir gerade abgefragt mit Hilfe der kleinen Umfrage. Jetzt stellt sich die Frage, warum engagieren Sie Unternehmen überhaupt? Welche Motive haben Sie? Das heißt, warum geben Unternehmen Geld dafür aus, sich zu engagieren? Oder warum spenden sie? Und warum geben sie ihren Mitarbeitern frei, damit diese sich engagieren? Es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür. Und worauf ich damit eigentlich hinaus will, ist euch so ein bisschen zu zeigen, was ihr eigentlich für eine wertvolle Ressource seid für Unternehmen. Starten wir mal durch. Es gibt nämlich sehr, sehr viele positive Effekte von Firmenengagement, die auch durch Studien bewiesen sind. Das heißt, gibt es auch wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema, sodass man da auch immer wirklich eine wissenschaftliche Grundlage nochmal hat und das ist nichts, was einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Erstens hat das natürlich eine riesen Auswirkung auf die Reputation und das Image von Firmen. Das heißt, eine Firma, die sich engagiert und das dann natürlich auch nach außen übermittelt, hat ein besseres Image als Firmen, die sich nicht engagieren. Kundenbindung. Es ist so, dass immer mehr Kunden auch danach fragen, bei wem kaufe ich denn? Was ist das denn für ein Unternehmen? Ist es ein Unternehmen, was sich einsetzt für soziale Zwecke und auch aktuell großes Thema ökologische Zwecke? Oder schottet sich das Unternehmen eher von der Umwelt ab? Und mehr Kunden bedeutet natürlich im Endeffekt auch mehr Umsatz für eine Firma. Das ist natürlich das, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen. Im Endeffekt geht es natürlich darum, dass eine Firma Umsatz macht. All diese Punkte, über die wir jetzt sprechen, zahlen darauf natürlich ein. Und dazu gehört auch die Kundenbindung. Genau, Vertrauen. Eine Firma, die sich engagiert, strahlt ein größeres Vertrauen aus. Also das geht bei so Kleinigkeiten los, wie die Firma, die den örtlichen Fußballverein sponsert und da das Logo auf dem Banner hat. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das habe ich schon mal gesehen. Da vertraue ich drauf. Und das ist im Kleinen wie im Großen so. Und im Endeffekt ist es natürlich auch wieder ein positiver Effekt auf die Zahlen. Genau, das meinte ich gerade, verbesserte finanzielle Performance. Insgesamt schneiden Firmen finanziell besser ab, wenn sie sich engagieren. Da ist Ende letzten Jahres auch eine große Studie dazu veröffentlicht worden von einer großen Unternehmensberatung, die das auch nochmal belegt. Und soziale Innovation. Das heißt, wenn ich meine Mitarbeitenden in Corporate Volunteering-Projekte schicke, dann kommen die zurück und haben einen ganz neuen Horizont. Das heißt, sie kommen zurück in mein Unternehmen und sind im Grunde genommen innovativer. Das heißt, können mehr Innovationen entwickeln. Auch da gab es erst letzte Woche eine Studie, die zu diesem Thema auch veröffentlicht wurde. Und dann gibt es das ganz große Thema Personalentwicklung. Ihr kennt sicherlich alle, da gehen wir auch später nochmal ein, die sogenannten Social Days. Und die sind ein großer Faktor, wenn es um diesen Teil Personalentwicklung geht. Was bedeutet das jetzt konkret? Erster Punkt, Gesundheit. Das heißt, Mitarbeiter, die sich engagieren, sind gesünder. Das hängt auch mit dem Punkt Work-Life-Balance zusammen, auf den ich später gleich nochmal eingehe. Unternehmenskultur. In Firmen, wo sich engagiert wird, herrscht eine Kultur des gemeinsamen Was-Schaffens, des Vertrauens. Wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern wir schaffen auch gemeinsam was Gutes. Das ist ein ganz großer Faktor auf die Kultur und lässt natürlich auch Mitarbeiter viel lieber dann arbeiten in der Firma. Das ist sehr, sehr wichtig, vor allem heutzutage, wo es auch darum geht, Mitarbeiter zu binden, längerfristig zu binden und vor allem auch Fachkräfte anzuwerben.
Richtig. Thema Teamgeist, das ist ein ganz großer Punkt bei den sogenannten Social Days. Das heißt, wir gemeinsam im Team wuppen was. Wir gehen nicht nur Bowling spielen oder in Kletterwald, sondern wir engagieren uns gemeinsam für den guten Zweck. Und das lässt ein Team natürlich nochmal ganz anders zusammenwachsen und ist auch für die tägliche Arbeit in Firmen super wichtig. Arbeitgeberattraktivität, das habe ich auch gerade schon so ein bisschen angesprochen. Unternehmen, die sich engagieren, sind attraktiver als Arbeitgeber. Dazu gibt es auch eine Studie, die besagt, wenn ein Bewerber sich entscheiden muss zwischen zwei Jobs und alles ist gleich, also das Gehalt ist gleich, der Job an sich ist gleich, die Arbeitszeiten sind gleich. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Firmen und dem Job ist, dass der eine Arbeitgeber sich engagiert und der andere nicht. Da wird der Bewerber sich zu 80% für den engagierten Arbeitgeber entscheiden. Das heißt, das ist auch eine Frage, die in Vorstellungsgesprächen jetzt immer öfters gestellt wird. Was macht ihr denn als Firma, außer eurer Firmentätigkeit nachzugehen? Macht ihr noch was darüber hinaus? Das heißt, super wichtiger Punkt. Motivation. Mitarbeiter, die die Chance haben, auch mal rauszukommen, mal was anderes zu sehen, mal über den Tellerrand zu blicken, die kommen mit einer ganz anderen Motivation zurück an den Arbeitsplatz. Auch der Punkt, boah, mein Arbeitgeber ermöglicht mir das überhaupt, dass ich an sozialen Projekten teilnehmen kann, ist ein ganz großer Punkt für die Motivation und im Ende auch wieder für die Mitarbeiter. Wenn ich zu schnell spreche, schreibt gerne einen Kommentar, dann versuche ich, ein bisschen langsamer zu reden. Genau, die Zufriedenheit. Also das zahlt natürlich auf das alles ein. Mitarbeiter, die sich engagieren dürfen, sind im Ende zufriedener mit ihrem Arbeitgeber und bleiben dann auch wieder länger. Work-Life-Balance, das ist auch im Zusammenhang mit der Gesundheit. Es gibt viele Leute, die sagen, ich würde mich ja gerne engagieren, aber ich habe keine Zeit dafür. Und das führt dann zu so einer inneren Zerrissenheit laut einer Studie, die aufgehoben wird, wenn die Firma sagt, du kannst dich während der Arbeitszeit engagieren, wir geben dir die Möglichkeit. Das führt dann zu einer auf lange Sicht gesehen besseren Work-Life-Balance. Identifikation. Ich identifiziere mich mehr mit meinem Arbeitgeber. Das heißt, ich sage, das ist ein toller Arbeitgeber. Ich empfehle den mehr weiter, weil der engagiert ist und der Arbeitgeber mir die Möglichkeit gibt, mich im Rahmen meiner Arbeitszeit zu engagieren. Und auch ein ganz großer Punkt wird auch immer wichtiger, Kompetenzentwicklung. Vor allem bei Projekten, wo die Mitarbeiter ihre eigenen Kompetenzen einbringen können. Das sind die sogenannten Pro Bono-Projekte, wo ein Designer beispielsweise einen Flyer entwirft für eine soziale Organisation oder ein Anwalt über einen Vertrag drüber liest. Da entwickle ich natürlich meine fachlichen Kompetenzen weiter, weil das Übungsfälle sind. Ich entwickle aber auch meine sozialen Kompetenzen in sozialen Projekten weiter. Das heißt, meine Kommunikationsfähigkeit, meine Teamfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeiten, das sind alles super wichtige Kompetenzen und Skills, die Mitarbeiter heute brauchen und die normalerweise in sehr, sehr teuren Seminaren weiterentwickelt werden. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der sehr stark damit reinspielt. Wir sehen also, das sind super, super viele positive Effekte, die Firmenengagement hat auf die Mitarbeiter und dann im Ende natürlich auch auf die Firma selber. Und das würde ich euch als ersten Punkt sehr gerne mitgeben. Dessen könnt ihr euch auch bewusst sein. Das bedeutet, Firmen geben normalerweise sehr viel Geld für sowas aus. Sie geben super viel Geld aus für Kompetenzentwicklungsseminare, für Teambuilding-Seminare, für irgendwelche Poster, die sie in der Firma aufhängen mit motivierenden Sprüchen drauf. Und das sind alles Effekte, die quasi beim Volunteering mitgebracht werden, von selbst quasi. Seid euch dessen auch bewusst, denn ich weiß, dass es viele Firmen gibt, die auch anfragen, weil sie zum Beispiel ein günstiges Team-Event haben wollen, die euch dann 20 Leute vorbeischicken wollen, die dann da euch unterstützen sollen. Aber es gibt gar keine Unterstützung seitens der Firma, auch keine finanzielle Unterstützung. Und da zu wissen, okay, aber dieses Event wird euch richtig viel bringen, das kann nicht einfach nur ein kostenloses Team-Event sein. Das ist so der erste Punkt, den ich da sehr gerne mitgeben würde, zu verstehen, okay, das ist nicht nur eine Hilfe für euch, sondern das ist auch ein ganz großer Batzen an Wissen und positiven Effekten für die Firma. Genau. Das sind so die Punkte gewesen, warum Firmen sich engagieren, auch wenn sie es manchmal
selber gar nicht genau wissen, dass das eigentlich die positiven Effekte sind, so ist es doch gut, dass wir das wissen und das dann auch so zurückspiegeln können. Das heißt, wenn wir Anfragen bekommen von Firmen, dann erläutere ich da auch sehr genau, was da für sie dabei rausspringen wird und dass deswegen auch das eine Kooperation auf Augenhöhe sein muss mit der entsprechenden sozialen Organisation. Genau. Nun, das nächste Thema, welche Formen gibt es denn? Wie können Firmen sich denn bei euch engagieren? Und da haben wir vier Formen mal aufgeschrieben. Das ist das Einzelengagement. Das heißt, Mitarbeiter engagieren sich einzeln als individuelle Person. Social Days, Pro Bono und Geld- und Sachspenden. Und auch da gibt es eine kleine Umfrage, denn mich würde interessieren, welche dieser Formen ist euch denn bekannt, beziehungsweise mit welcher seid ihr denn auch schon mal in Kontakt gekommen? Wie wurde sich denn schon mal bei euch in der Organisation engagiert? Die Umfrage ist live geschaltet und Sie können wieder abstimmen, indem Sie eine der fünf Antwortoptionen angeben. Entweder sind es die Social Days oder das individuelle Mitarbeiterengagement, das Pro Bono-Engagement, Sachspenden oder Geldspenden. Ich sehe, 65% von Ihnen haben auch schon abgestimmt und sind noch fleißig dabei. Ich habe hier gerade auch die Rückmeldung gekriegt, es wäre schön, mehrere Optionen auswählen zu können. An alle, die quasi jetzt nicht nur eine Wahl quasi treffen möchten oder können, weil sie einfach schon mehrere Kontaktaufnahmen hatten, Sie können das gerne im Chat quasi noch schreiben, welche Optionen das sind. Dann haben wir da auch noch ein bisschen Einblick. Genau, dann schließe ich die Umfrage und zeige Ihnen auch direkt das Ergebnis an. 39% von Ihnen sind schon mal in Form von Geldspenden mit Unternehmen in Kontakt gekommen, 23% mit Pro Bono-Engagement, 16% mit Sachspenden und jeweils 11% mit Social Days und individuellem Mitarbeiterengagement. Und im Chat, das kann ich vielleicht gerade noch ergänzen, kam jetzt eben Rückmeldung, dass es Optionen gab wie Geldspende und Sachspende in einem, Pro Bono und auch individuelles Mitarbeiterengagement, Social Day, Sachspenden und Geldspenden. Also, dass es doch einige von Ihnen dabei sind heute, die einfach schon mit verschiedensten Formen in Kontakt gekommen sind. Okay, super. Genau, grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass man sich nicht für eine Form entscheiden muss und es auch nicht sollte, sondern dass es natürlich darum geht, herauszufinden, was brauchen wir denn überhaupt? Da gehen wir auch später noch mal ein bisschen drauf ein. Ich bin überrascht, dass so wenige mit Social Days in Berührung gekommen sind, weil das ist so aus unserer Erfahrung der Renner, auch aktuell, auch was so die Anfragen betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass es aber sehr mehr Anfragen gibt, als im Endeffekt dann umgesetzt wurden, was auch Gründe hat, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Genau, ich würde kurz mal auf das Thema Einzelengagement eingehen und dann natürlich auf die anderen drei auch. Genau, beim Einzelengagement geht es wirklich darum, dass sich ein Mitarbeitender engagiert mit seiner Zeit während der Arbeitszeit für eine bestimmte Tätigkeit. Und das kann wirklich gehen von vom Aufräumen der Kleiderkammer bis hin zu einem Mentoring-Projekt, was über mehrere Wochen läuft. Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Firmen ihren Mitarbeitern ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung stellen. Das kann sowas sein wie 8 Stunden im Jahr oder 16 Stunden im Jahr, sodass oft sehr langfristige Projekte leider schwieriger umzusetzen sind über so ein Firmenengagement. Aber auch da machen wir die Erfahrung, dass das immer mehr im Kommen ist. Und ich hoffe, dass auch diese Zeitkontingente sich da noch ein bisschen strecken, dass man da auch ein bisschen flexibler sein kann. Genau. Grundsätzlich ist es aktuell aber so, dass kurze, abgesteckte Aufgaben noch beliebter sind, auch für dieses Einzelengagement. Genau. Genau. Großer Fokus
Vor allem seitens der sozialen Organisation liegt aktuell auf dem Thema Mentoring. Das heißt, ein Mitarbeitender begleitet eine Person aus einer bestimmten Zielgruppe. Das können zum Beispiel Kinder sein mit Migrationshintergrund, aber auch Frauen in anderen Firmen, die gecoacht werden sollen, um ihren Karriereweg zu begleiten. Also da gibt es verschiedenste Ausrichtungen. Eine Organisation, die auch mit Firmen super zusammenarbeitet, ist Volunteer Vision. Das könnt ihr euch ja vielleicht mal aufschreiben. Die sind im Thema Mentoring und vor allem auch Online-Mentoring die absoluten Cracks. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Genau. Dann, ich habe das gerade schon gesagt, der absolute Renner, auch was die Anfragen betrifft, sind die Social Days. Also Social Days sind das bekannteste Medium, würde ich sagen, bei Firmen, aber auch bei sozialen Organisationen, aber natürlich nicht unbedingt immer das, was wirklich gebraucht wird, aber das, was die Firmen sehr gerne machen. Wir bekommen in der Woche wahrscheinlich so 5 bis 10 Anfragen von Firmen, die gerne ein Social Day machen möchten. Und da achten wir sehr drauf, dass wir wirklich Social Days organisieren, die auch wirklich Sinn machen und die wirklich gebraucht werden. Um euch mal so ein bisschen Inspiration zu geben, was das sein könnte, so ein Social Day, würde ich euch gerne mal ein paar Beispiele vorstellen, die ich unterteilt habe in Hands-on und Skill-based. Also Hands-on, wirklich tatkräftige Unterstützung. Da muss man nicht viel Vorwissen mitbringen. Man kann wirklich einfach loslegen, und wird eben vor allem mit den Händen tätig. Und Skill-based, sind Social Days, wo die Mitarbeitenden wirklich ihre Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem Job mit einbringen. Was kann man da jetzt machen? Ein klassischer Hands-on Social Day sind Gärtnerarbeiten. Das heißt, wenn ihr in eurer Organisation einen größeren Garten habt, wo Dinge erledigt werden müssen, dann bietet sich so ein Social Day tatsächlich an, weil man einfach eine große Gruppe Menschen hat, die einfach mit anpacken. Auf dem Bild links, da waren wir auf einem Abenteuerspielplatz mit Mitarbeitern von Booking.com und da musste eine Hütte abgerissen werden und wieder aufgebaut werden und das wäre mit der Manpower, die vorhanden war, nicht gegangen. Also dass es gut war, dass so viele Leute da waren, die dann eben auch mitgeholfen haben, eine neue Hütte zu bauen. Genau, und rechts einfach so ein bisschen Laubhaken. Also einen Garten winterfest machen kann auch super anstrengend sein und genau, das ist auch immer ganz gut, wenn man eine große Anzahl Helfer hat. Hier natürlich braucht man Materialien, Tools, Schubkarren. Jeder Mitarbeiter braucht eine Schaufel, einen Akkubohrer. Und da treten wir immer wieder vor die Herausforderung, vor die Frage, wer kümmert sich denn darum? Denn viele Firmen haben so ein bisschen den Wunsch, dass die soziale Organisation sich darum kümmert. Natürlich ist es jetzt aber so, dass es eben nicht zum Tagesgeschäft gehört, für 20 Leute ein Event auszurichten. Soziale Organisationen sind keine Eventagenturen. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Punkt, was haben Firmen davon? Wenn man nämlich weiß, was eine Firma davon hat, von so einem Tag, draußen gemeinsam im Team was reisen, sich mal ein bisschen auspowern, dann kann man auch sehr wohl den Anspruch stellen zu sagen, okay, liebe Firma, ihr macht jetzt hier diese Anfrage, aber ihr müsst euch auch darum kümmern, dass wir da genug Tools haben und wir möchten euch bitten, dass ihr uns bei der Ausrichtung unterstützt. Genau. So viel zum Thema Gärtnerarbeiten. Dann, das ist auch der absolute Klassiker, Renovierungs- und Aufbauarbeiten. Das heißt, wenn man Unterstützung braucht beim Streichen, beim Bauen von Möbeln, beim Ausräumen, dann ist es auch super, eine tatkräftige Gruppe an motivierten Mitarbeitenden da zu haben, die da unterstützt. Auf dem linken Bild haben wir 2 Mitarbeiter von Zalando, die haben eine Notunterkunft für Geflüchtete Gartenmöbel gebaut aus Paletten. Die haben die zusammengebaut, haben die dann angestrichen, abgeschliffen, also das Rundumpaket. Und natürlich sich auch darum gekümmert, dass diese Paletten da vor Ort sind, dass die Farbe vor Ort ist, dass die Pinsel vor Ort sind, beziehungsweise wir haben das dann gemacht. Und finanziell hat das natürlich auch die Firma getragen.
Genau, unten im Bild wurde ein Vereinsraum komplett aufgeräumt und dann wieder eingeräumt, nachdem er gestrichen wurde. Er sah danach aus wie neu, fantastisch. Und auf dem rechten Bild Notunterkunft für Geflüchtete, da mussten hunderte von Stockbetten aufgebaut werden. Und da war natürlich auch die Manpower der Mitarbeitenden super gefragt. Genau. Dann eine Art Social Day, die wir irgendwie so ein bisschen auch mit versuchen immer zu pushen, weil da super viel Potenzial steckt, die Organisation und Durchführung von Festen. Auf allen drei Bildern sieht man lustige, tanzende Menschen, die einfach einen super Tag haben. Und den Tag haben sie, weil Mitarbeitende von Firmen das organisiert haben. Das heißt, die sind einkaufen gegangen, haben das Buffet vorbereitet, haben die Deko gekauft, haben die Deko da aufgehangen, haben verschiedene Stände sich ausgedacht für die Kids, von Kinderschminken über Luftballontiere bauen bis hin zu Lebkuchenherzen bemalen. Also da gibt es etliche Möglichkeiten und da kann man Mitarbeitende super einbinden. Wenn man ein Fest zu organisieren hat, fast jeder von euch macht wahrscheinlich ein Sommerfest oder eine Weihnachtsfeier, bindet die Mitarbeitenden ein, weil sie erstens dadurch natürlich auch einen Kontakt bekommen zu eurer Organisation, und das in einem spaßigen Kontext. Finanziell das Fest natürlich unterstützen, das ist ein wichtiger Punkt dabei, und aber auch mehr möglich ist. Also ihr könnt euer Angebot einfach auch erhöhen, wenn ihr mehr Manpower habt. Das ist auf jeden Fall eine Art Social Date, die ich persönlich auch immer super schön finde, weil da auch viele Begegnungen zustande kommen. Genau. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Ja, super. Genau, das Angebot von Ausflügen. Es gibt einige Ausflüge, die sind auch oft relativ schwierig zu organisieren. Man hat nicht genug BetreuerInnen, die dabei sein können. Man hat vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel, um sowas zu organisieren. Und da sind natürlich Social Days auch eine super, super Angelegenheit. Auf dem linken Bild sind wir mit Kindern aus einer Notunterkunft für Geflüchtete klettern gegangen. Also ein Kletterausflug ist finanziell relativ heavy, also sehr teuer. Und auch diese 1:1-Betreuung kommt natürlich im normalen Tagesablauf nicht zustande, sodass es super war, dass wir einfach diese Anzahl von Mitarbeitern hatten, die jeder ein Kind betreut haben, mit denen klettern gegangen sind. Und auf dem rechten Bild haben wir einfach einen Ausflug in den Park gemacht mit Spiel und Spaß. Und auch das wäre sonst nicht möglich gewesen. Auch hier die Organisation des Ganzen, also Buchung der Kletterhalle, vielleicht einen Bus zu buchen, wie kommt man da hin, wie soll das alles ablaufen? Auch da auf jeden Fall sich die Unterstützung der Firma mitholen. Genau, und das ist auch, vor allem wenn man Anfragen bekommt von sehr, sehr vielen Mitarbeitenden, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt bedienen kann, das Herstellen von Goodies, also von kleinen Dingen, die man vielleicht gebrauchen kann. Ein paar Beispiele dafür sind, zum Beispiel auf der rechten Seite haben Mitarbeitende Zuckertüten gebastelt und befüllt. Das war auch in einer Unterkunft für Geflüchtete. Die Kinder hätten sonst keine Zuckertüte, Schultüte, sagt man auch in anderen Teilen Deutschlands, Schultüte gehabt. Und hätten mit leeren Händen da gestanden an ihrem ersten Schultag. Und da war das super, dass die Mitarbeitenden da einfach eingesprungen sind und diese Schultüten gebastelt haben. Dann in der Mitte ist auch eins meiner Lieblingsprojekte. Das werden Tastbücher für blinde Kinder. Der DBSV in Berlin stellt die her und die müssen auch wirklich per Hand hergestellt werden. Das heißt, blinde Kinder, die eben nicht lesen können oder Bilderbücher sich anschauen können, die dann diese kleinen Figuren ertasten. Wirklich ein fantastisches Projekt und da braucht es immer super, super viele Leute, die einfach helfen, diese ganzen Figuren und kleinen Gegenstände für diese Bücher mit herzustellen. Und rechts machen Mitarbeitende während ihrer Weihnachtsfeier Tüten, die sie dann auch befüllen, Nikolaustütchen auch für Kinder. Also sowas kann man sich dann auch überlegen, vor allem wenn man Firmenanfragen bekommt von sehr, sehr vielen Leuten. Also wir sind 50 Mann und würden gerne was machen. Die werden wahrscheinlich nicht alle bei euch in der Organisation dann unterkommen und was zu tun bekommen, aber sich zu überlegen, aber wir könnten 200 Kindertagstüten oder Osternester gebrauchen, stellt die doch her und bringt die bei uns vorbei. Das würde uns wirklich helfen. Das kann man mal überlegen. Genau, das sind so ein paar Beispiele für Hands-on-Tage, also wo man wirklich, wie gesagt, nicht viele Fähigkeiten aus dem Job braucht, sondern wirklich einfach mal was ganz anderes macht, als was man normalerweise im Büro tut.
Und noch ein paar Beispiele für diese Skill-Based Tage, also Volunteering Days, Social Days, wo Mitarbeitende wirklich ihre Fähigkeiten aus dem Job einbringen können. Da haben wir hier auf der linken Seite ein Job-Coaching. Das heißt, das sind Mitarbeiter aus einer Personalabteilung, die geflüchteten Menschen ein Job-Coaching gegeben haben für den ganzen Tag. Also Lebenslauf schreiben, Motivationsschreiben schreiben. Und auf der rechten Seite dann noch ein Fotograf von Zalando, der normalerweise die Models für die Zalando-Seite fotografiert. Der hat an dem Tag dann tolle Bewerbungsbilder für die geflüchteten Menschen gemacht, die sie dann in ihre Bewerbungsmappe mit einbauen konnten. Genau, und das war einfach so den ganzen Tag, eine größere Gruppe, hat auch super Spaß gemacht, über sowas kann man nachdenken. Das können auch ganz andere Workshops natürlich sein. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr bräuchtet mal jemanden, der euch coacht in Social-Media-Geschichten, jemand, der vorbeikommt und euch Twitter zeigt, Instagram zeigt, Facebook zeigt, da mal ein kleines Team aus einer Marketingabteilung sich zu suchen, die mal einen ganzen Tag bei euch vorbeikommen und euch da zum Beispiel helfen. Also das sind so Ideen, die es in dem Bereich gibt. Genau. Pro-Bono-Tage oder sogenannte Hackathons, das ist das, was ich auch gerade schon ein bisschen angesprochen habe. Also da kommen Mitarbeiter zusammen für einen Tag und bearbeiten wirklich eure Herausforderungen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr braucht eine Kommunikationsstrategie oder ihr braucht jemanden, der euch mal einen Flyer macht, der die Website überarbeitet, also wirklich so Dinge, die man normalerweise teuer einkaufen müsste, aber über so einen Pro-Bono-Tag mit einem Social-Day verbinden kann, wo wirklich Mitarbeitende kommen, die das den ganzen Tag machen, die da auch super gewieft darin sind, euch dabei zu unterstützen, ist das auch eine super Möglichkeit. Genau, so viel zum Thema Social-Days. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten. Da lohnt es sich auf jeden Fall immer auch mal noch ein bisschen breiter zu denken, was könnten wir denn noch machen, aber wie ich vorhin auch schon sagte, vor allem, was braucht ihr denn? Darüber reden wir gleich noch. Genau, dann das Thema Pro Bono. Da hatten ja auch einige von euch schon Erfahrungen damit. Pro Bono, würde ich sagen, ist so die Königsklasse des Engagements. Das klingt immer so schön und so einfach. Ach, da kommt jemand und macht einen Flyer für uns. Das zu organisieren und das zu betreuen, dass am Ende wirklich der Flyer dabei rauskommt, den ihr braucht, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und das muss man sich gut überlegen. Ein Tipp ist da auf jeden Fall kurze, abgesteckte Projekte. Also nicht zu sagen, entwickle bitte die gesamte Kommunikationsstrategie für uns, sondern zu sagen, okay, wir brauchen kleine Häppchen, die wir da unterteilen und die wir einzeln abarbeiten, eventuell auch mit verschiedenen Mitarbeitenden, weil ansonsten kann das auch sehr schnell zu Frust führen. Um da noch ein paar so Beispiele zu geben, was kann das denn sein, so ein Pro-Bono-Projekt, zum Beispiel DSGVO, das war letztes Jahr ein riesiges Thema, da waren viele Vereine auch so ein bisschen verzweifelt, okay, was müssen wir da jetzt alles machen, was müssen wir alles beachten, wenn man da einen Anwalt an der Seite gehabt hätte, der einen da so ein bisschen betreut hätte, dann wäre das natürlich fantastisch gewesen. Dann das Thema SEO, Search Engine Optimization, das heißt, wird meine Website bei Google gefunden? Was muss ich tun, damit sie bei Google gefunden wird? Da gibt es in fast allen Firmen, die auch online unterwegs sind, Experten, die da unterstützen können. Genau, Flyer entwerfen, habe ich schon gesagt, Buchhaltung. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich mache euch einmal im Monat die Buchhaltung oder unterstütze euch oder schaut zumindest mal drüber oder bringt es euch bei, wie ihr es schneller machen könnt. Verträge anschauen lassen von Rechtsexperten, UX, User Experience. Das heißt, ich habe eine Website und möchte, dass Personen sich auf der Website zurechtfinden und vor allem das tun, was ich möchte, dass sie tun, zum Beispiel den Spendenbutton zu klicken. Wie muss ich die Website aufbauen, dass das passiert? Auch da gibt es in fast jeder Firma jetzt Teams, die sich nur damit beschäftigen und damit freuen, auch sich mal eure Website anschauen. Prozessmanagement, das heißt, vor allem, wenn ihr so ein bisschen logistische Prozesse in euren Organisationen habt, aber auch Prozesse, was zum Beispiel Wissenstransfer angeht, da gibt es auch Experten, die sich das gerne mal anschauen und sagen, hier könntet ihr den Prozess noch verschlanken oder effizienter machen. Wie speichert ihr überhaupt euer Wissen? Speichert ihr das überhaupt? Wie wird das Wissen weitergegeben, wenn neue Mitarbeitende kommen? Das sind alles so Fragen, die ihr auch mit Firmenmitarbeitern besprecht. Genau, und Trainings, das habe ich gerade schon gesagt, wir bräuchten mal ein Training, wenn es um Social Media geht, Kommunikation, wie baut man einen Workshop auf,
Und auch da könnten Mitarbeiter unterstützen. Das sind einfach nur so ein paar Gedankenanstöße, die ich euch da gerne mitgeben möchte. Genau, das ist das Thema Pro Bono. Und dann gibt es noch das Thema Geld und Sachspenden. Da hatten ja auch die meisten von euch schon Erfahrung. Darauf möchte ich jetzt auch gar nicht so sehr eingehen, weil das weniger zum Bereich Volunteering gehört. Und wir die Zeit jetzt auch einfach nicht haben. Aber was ich da sagen kann, ist, dass Geld und Sachspenden jetzt auch verstärkt eben mit Engagement zusammenhängen. Das heißt, es gibt natürlich immer noch Firmen, die große Geldspenden abgeben und auch Sachspenden. Es geht aber eher in die Richtung, dass natürlich auch die Mitarbeiter eine persönliche Bindung zu euch haben möchten. Das heißt, auch mal da gewesen sein möchten, sich für euch engagiert haben möchten. Und dann ist natürlich auch die Chance höher, dass bei der nächsten Weihnachtsfeier, wenn es darum geht zu entscheiden, welche soziale Organisation die Spende bekommen soll, ihr da ausgewählt werdet. Das heißt, sich wirklich zu überlegen, wie kann man so ein allumfassendes Programm mit einer Firma aufbauen, wo es eben nicht nur darum geht, überweist uns mal zu Weihnachten 5.000 Euro, sondern lasst uns doch mal überlegen, wie wir über das ganze Jahr hinweg gemeinsam arbeiten können. Und alle diese vier Bereiche vielleicht sogar kombinieren können oder zumindest ein oder zwei. Das machen ja auch viele von euch schon, wie ich vorhin in der Umfrage gesehen habe. Genau. Nun würde ich gerne noch einen kleinen Input geben zum Thema, wie kann eine sinnstiftende Zusammenarbeit aufgebaut werden? Und da gibt es noch mal eine letzte kleine Umfrage, weil mich interessieren würde, wenn ihr mit Firmen zusammenarbeitet, wie ist denn da die Zusammenarbeit? Ist es eher so, dass die Firma die Regeln macht oder ihr? Oder ist es wirklich ein Kontakt auf Augenhöhe? Die Umfrage ist live geschaltet. Und Sie können eben abstimmen zwischen den drei Antwortoptionen. Entweder Sie als Organisation machen die Regeln oder aber Sie sagen, der Kontakt mit den Unternehmenspartnern ist eigentlich eher auf Augenhöhe. Oder eben die dritte Antwortoption, wenn Sie sagen, bisher war es eigentlich immer so, dass das Unternehmen, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, dass die die Regeln vorgegeben haben. 63% von Ihnen haben auch schon abgestimmt. Ich warte noch einen ganz kleinen Moment. Und dann schließe ich die Umfrage und zeige Ihnen auch direkt das Ergebnis an. Das relativ eindeutig ausfällt. 70% von Ihnen sagen, ja, der Kontakt mit Unternehmenspartnern läuft ganz klar auf Augenhöhe. 21% von Ihnen haben angegeben, das Unternehmen ist derjenige oder diejenige, die die Regeln vorgeben. Und 9% von Ihnen sagen, Sie als Organisation geben die Regeln vor. Okay, super. Das ist auch ein ganz tolles Ergebnis. Das ist wirklich fantastisch, dass es schon so super auf Augenhöhe funktioniert. Dann versuchen wir noch die restlichen 30% auch in die Mitte zu bekommen zu diesem Kontakt auf Augenhöhe. Weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig, vor allem wenn es darum geht, dass es eine sinnvolle Zusammenarbeit ist und auch eine langfristige Zusammenarbeit. Und da haben wir so ein paar Schritte, die jetzt auch auf den ersten Blick natürlich erstmal relativ profan klingen, aber in der Zusammenarbeit, wie gesagt, seit 5 Jahren mit NPOs und Unternehmen sich als sehr essentiell erwiesen haben. Wir starten natürlich mit Planung. Was bedeutet, was wollt und braucht ihr denn überhaupt? Also müssen wir unseren Hof verschönern oder brauchen wir eigentlich eher Hilfe an der Website? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es aktuell so ist, dass es sehr reaktiv passiert. Das heißt, die Firma fragt an und sagt, hey, wir würden gerne was bei euch machen. Und dann wird sich überlegt, was brauchen wir? Es macht durchaus auch Sinn, vorher das schon zu wissen. Weil man dann nämlich auch Firmenanfragen viel besser aussieben kann und schauen kann, passt das denn überhaupt zu uns? In dem Zusammenhang sich aber auch immer zu überlegen, okay, welche Ressourcen haben wir denn? Haben wir jemanden bei uns in der Organisation, der so einen Social Day zum Beispiel betreuen kann? Haben wir jemanden, der zumindest ein bisschen weiß, wie ein Pro Bono-Projekt abläuft, um das betreuen zu können? Haben wir jemanden, der unsere Spendenbriefe schreibt? Also da auch wirklich zu schauen, okay, was brauchen wir, aber auch welche Ressourcen haben wir? Und die Frage, was könnt ihr bieten? Das ist so gemeint, dass man auch so ein bisschen darauf eingeht, was suchen denn Firmen? Und das sind genau die Punkte, die wir vorher gesehen haben. Also zum Beispiel Teambuilding.
Wir bieten euch ein tolles Teambuilding-Event, weil wenn man quasi veröffentlicht, was man bietet, dann kann man auch was fordern. Und wenn ihr euch dessen bewusst seid, auf was für einem großartigen Schatz ihr da auch sitzt, indem ihr nämlich tolle Einsatzmöglichkeiten für Firmen habt, kann man die Kooperation noch viel mehr auf Augenhöhe aufbauen, als das vielleicht schon der Fall ist. Genau. Also die Frage sich zu stellen, was könnte denn an unserer Organisation für ein Unternehmen interessant sein? Ich meinte gerade schon, Teambuilding-Event ist toll, aber auch sowas wie wir fördern Begegnungen zwischen verschiedenen Zielgruppen. Das ist natürlich super interessant. In unserer Organisation könnt ihr eure Sozialkompetenzen entwickeln. Also ja, also da gibt es viele verschiedene Punkte, wo man ansetzen kann und die einfach mal zu sammeln, um sich auch selber, wie gesagt, bewusst zu werden, was man da eigentlich Großartiges geschaffen hat. Genau, dann gehen wir mal zum Thema Recherche und Kontakt. Und da ist es auch eine Frage, die man sich oft leider viel zu spät stellt, wer passt denn wirklich? Damit meine ich, sich zu überlegen, über welche Firmenanfragen freuen wir uns und welche wollen wir lieber absagen. Und da geht es um bestimmte Bereiche. Möchte ich mit einem Tabakkonzern zusammenarbeiten? Was passiert, wenn eine Bank bei uns anfragt? Was passiert, wenn ein Ölkonzern bei uns anfragt? Also diese Themen sich zu überlegen, haben wir vielleicht No-Gos oder sagen wir, nee, Hauptsache wir werden unterstützt. Und das ist auch ganz wertfrei gemeint. Es gibt da ganz viele verschiedene Lösungen, auf die man kommen kann. Oft ist es aber eine gute Idee, sich das vorher schon mal zu überlegen und nicht erst, wenn die Anfrage da ist und dann im Team vielleicht ein riesiger Streit entbrennt, weil dann der Scheck schon auf dem Tisch liegt und man dann erst sich über die Werte klar wird, die man da vertreten möchte. Also das ist eine Frage, die man sich gut im Vorfeld stellen kann, weil man dann natürlich auch besser reagieren kann und sagen kann, Entschuldigung, wir haben eine Policy bei uns, wir arbeiten mit Unternehmen wie Ihnen generell nicht zusammen und dann wirkt es auch nicht so ad hoc. Sondern es ist einfach etwas, eine Richtlinie bei euch und die kann man dann auch sehr gut so veröffentlichen, kann man auch auf der Homepage direkt veröffentlichen. Genau, dann die Frage zu stellen, was möchte das Unternehmen und wer ist im Unternehmen verantwortlich? Das heißt, wenn ich mir überlegt habe, okay, das ist ein Unternehmen, mit dem würden wir gerne zusammenarbeiten, was könnte das denn wollen und passt das mit den Punkten zusammen, die wir vorher schon mal uns überlegt haben, nämlich zum Thema, was können wir denn bieten? Und wer ist verantwortlich? In Unternehmen gibt es eigentlich immer zwei Bereiche, die sich mit diesen Themen Volunteering beschäftigen. Das ist entweder die Personalabteilung, weil es da vor allem um den Bereich HR eben geht und Personalentwicklung und Teambuilding. Oder in größeren Unternehmen gibt es auch eine Nachhaltigkeitsabteilung, CR-Abteilung oder CSR-Abteilung genannt. Und das sind dann die Ansprechpartner. Es gibt zwei Möglichkeiten, so eine Ansprache zu machen. Das erste ist die direkte Ansprache. Das heißt, ich überlege mir, okay, was brauchen wir? Welches Unternehmen könnte uns das bieten? Was möchte das Unternehmen? Und dann wirklich bei HR, also im Personal oder in der Nachhaltigkeitsabteilung anzurufen und zu sagen, hey, wir haben hier ein super Angebot für eure Mitarbeiter, sich zu engagieren. Hättet ihr Lust drauf? Ganz profan gesagt. Das ist natürlich nicht so einfach, wie das jetzt klingt. Ein super Weg ist auch die indirekte Ansprache. Das heißt, auf die Website den Punkt Corporate Volunteering zu nehmen und dort einfach alles zu listen, was ihr braucht, eure Richtlinien, was ihr auch fordert, was ihr geben könnt. Also all das, was ihr vorher euch überlegt habt, auf eurer Website zu veröffentlichen. Denn der Hauptpunkt, wie Unternehmen aufmerksam werden, ist tatsächlich, dass sie einfach googeln. Sie googeln Corporate Volunteering oder Firmenengagement plus die Stadt vielleicht noch. Und wenn Sie dann natürlich auf euch aufmerksam werden über die Website und euch direkt ansprechen, ist das natürlich der einfachere Weg, als wenn ihr selbstständig Akquise macht. Genau. Und das auch auf der Website oder wenn ihr direkt ansprecht, erzählt eure Story. Das heißt, warum braucht ihr das, was ihr braucht? Habt ihr da vielleicht ein paar griffige Geschichten parat, ein paar schöne Bilder, weil das ist natürlich etwas, was Firmen sehr anspricht, wenn man da auch eine Emotionalität herstellen kann. Und
sehr gut erläutern kann, okay, warum wollt gerade ihr unterstützt werden? Und das war im Bereich Fundraising immer schon ein sehr großes Thema und im Bereich Volunteering passt es genauso. Genau, dann habe ich, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, wen ich ansprechen möchte und habe den Kontakt aufgebaut. Jetzt geht es natürlich darum, eine Beziehung aufzubauen. Und das startet im besten Fall mit Vereinbarungen, die man trifft. Und nicht nur lose Vereinbarungen, sondern wirklich festgelegte, grundsätzliche Dinge. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Dann gibt es hier so ein paar Fragen, die man sich stellen kann oder die man klären sollte. Wer ist der Ansprechpartner für die Planung im Unternehmen? Das heißt, sucht euch dort jemanden, den ihr immer fragen könnt, den ihr ansprechen könnt. Dass es nicht so eine unverbindliche, lose Vereinbarung mit irgendjemandem ist und am Ende weiß eigentlich keiner mehr, mit wem ihr überhaupt gesprochen habt. Gibt es auch unterstützende Hilfe? Das vor allem, wenn ihr nicht die Ressourcen habt, diese ganze Kooperation von selbst am Laufen zu halten. Und das habt ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr einfach andere Dinge zu tun habt. Da wirklich zu sagen, okay, ihr müsst uns dabei auch unterstützen. Dann, welche Aktivitäten sollen angeboten werden? Sollen das 3 Social Days im Jahr sein? Soll das ein Pro Bono-Programm werden? Was braucht ihr? Hängt damit wieder zusammen. Genau, dann ganz profan, wo und wann soll das stattfinden, wie viele Mitarbeiter sollen eingebunden sein. Können auch fremdsprachige Mitarbeiter eingebunden werden? Das ist auch ein Thema, was immer, immer größer wird. Immer mehr Firmen beschäftigen auch Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Und auch diese können und sollen sich natürlich einbringen können. Das heißt, sich zu überlegen, okay, gibt es da auch Möglichkeiten, auch wenn man vielleicht jetzt nicht perfekt Deutsch spricht. Und da gibt es meistens auch was. Und das ist auch total nett, da so ein bisschen die Internationalität zu fördern. Beteiligt sich das Unternehmen auch finanziell? Hier ist meine persönliche Meinung, dass das Unternehmen sich immer finanziell auch beteiligen muss. Denn, wie gesagt, es hat super viel davon. Und ihr habt auch Aufwand davon, natürlich auch eine Hilfe davon, aber eine finanzielle Unterstützung sollte da auf jeden Fall stets dabei sein. Und wenn es wirklich nur darum geht, das Mittagessen für alle zu bezahlen oder die Materialkosten zu stemmen. Genau, dann was muss sonst beachtet werden? Sonstige Vereinbarungen, wie zum Beispiel, dass sie keine Fotos machen dürfen. Das sind alles Dinge, das klingt, wie gesagt, sehr profan, macht total Sinn, das alles mal durchzusprechen. Dann raten wir immer, erstmal ein Pilotprojekt zu machen, also nicht gleich eine 5-Jahres-Zusammenarbeit zu planen, sondern wirklich zu sagen, okay, lass doch erstmal mit einem Social Day starten oder mit einem kleinen Pro Bono-Projekt, um zu schauen, wie läuft denn die Zusammenarbeit? Verstehen wir uns persönlich? Wie läuft die Kommunikation in beide Richtungen? Funktioniert das alles so, wie wir uns das vorstellen? Oder müssen wir da vielleicht noch ein bisschen was anpassen? Und sehr wichtig, eine regelmäßige Kommunikation. Oft verlaufen solche Kooperationen auch ein bisschen im Sande, weil dann gab es dann ein Event und das war toll und dann meldet sich keiner mehr beim anderen. Da wirklich Jourfixe einzuführen oder auch zu sagen, hey, wir haben bald unser Sommerfest, kommt doch mal vorbei. Da wirklich immer auch die Firma so ein bisschen mitzudenken und die Verantwortlichen einfach immer wieder mit ins Boot zu holen und an euch zu erinnern. Newsletter kann da auch eine super Idee sein, wo man sagt, hey, jeder Mitarbeiter, der sich engagiert hat, kommt in euren Newsletter und ihr informiert sie einfach über alles, was bei euch so läuft. Genau. Und dann müssen wir das Ganze natürlich noch evaluieren, um zu schauen, okay, bringt uns das denn wirklich was? Also, oder ist es einfach nur Aufwand? Oder bringt uns die Kooperation auch wirklich weiter? Da Kennzahlen, das klingt immer so böse, macht es nichtsdestotrotz Sinn, sich vorher schon mal so ein bisschen zu überlegen, okay, wie können wir denn messen, ob die Kooperation im Endeffekt auch wirklich erfolgreich ist. Einfach nur mal so ein paar Beispiele, was so eine Kennzahl sein könnte. Zum Beispiel, wir wollen 10% mehr Freiwillige am Ende des Jahres haben. Oder wir wollen 10 Ausflüge dieses Jahr anbieten, mithilfe dieser Firma. Wir wollen 5.000 Euro Marketingkosten sparen, weil wir das nämlich jetzt über Pro Bono-Projekte abdecken. Wir wollen 500 mehr Website-Besucher im Monat haben. Dafür machen wir ein Pro-Bono-Projekt mit dieser Firma, die uns unser Google-Konzept überarbeitet und unsere Website einfach noch ein bisschen schicker macht. Oder ganz einfach, wir wollen unseren Außenbereich verschönern. Und wenn man am Ende des Jahres dann einen Haken daran machen kann, dann hat man auf jeden Fall schon mal so einen Indikator, okay, die Zusammenarbeit bringt uns weiter, sie erfüllt unsere Ziele. Genau.
Wie kann man das messen? Wenn man harte Zahlen hat, kann man natürlich die harten Zahlen messen. Man kann natürlich auch Feedback-Umfragen machen, sogenannte Success-Stories sammeln, also Erfolgsgeschichten, die man dann nicht so wirklich quantitativ messen kann, aber wo man einfach ein qualitatives Feedback bekommt, zum Beispiel auch von eurer Zielgruppe. Sind die Kids happy mit der Kooperation? Freuen die sich über die 10 Ausflüge, die es jetzt mehr gibt? Also sind manchmal Dinge, die man vielleicht nicht so knallhart messen kann, aber wo ihr auch ein Gefühl dafür bekommt und Erfolgsgeschichten sammeln könnt. Dann noch die Frage, wie kann man sich gegenseitig Feedback geben? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, einmal im Jahr oder vielleicht alle halbe Jahre mit der Firma gemeinsam so einen kleinen Feedback-Austausch zu machen. Das heißt, wie taugt es euch, wie taugt es denen? Nach den Einsätzen der Mitarbeiter Feedback über Feedbackbögen online oder auch auf Papier einzusammeln, um das alles ein bisschen messen zu können, denn im Endeffekt müssen auch die Firmen das natürlich zurückreporten. Die Erfolge, und da ist es super, wenn man einfach ein paar Zahlen, ein paar Aussagen und was Festes in der Hand hat. Genau, ich glaube, ich bin durch, fast pünktlich, 5 Minuten überzogen. Genau, jetzt würde mich interessieren, habt ihr noch Fragen, die ich beantworten kann? Ja, ansonsten. Ihr könnt die Fragen gerne in den Chat tippen. Ansonsten könnt ihr mich natürlich jederzeit auch im Nachgang einfach anschreiben, wenn euch im Nachgang noch Fragen kommen oder ihr euch einfach ein bisschen austauschen wollt. Bin ich auch sehr offen dafür. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle an dich, Stefanie. Es kamen Fragen schon auch rein. Ich starte direkt einfach mal mit der ersten. Und Ja. zwar kam ganz am Anfang einmal die Frage, ob du einen Link oder auch einen Verweis auf die Studie hast, an der du eben, auf die du verwiesen hast, ganz am Anfang, wo es darum ging, dass einfach Unternehmen, die eben Social Volunteering auch anbieten, ja, dass das immer gefragter ist. Ja, das sind ja mehrere Studien, die es da gibt, und ich habe da PDFs dazu und die kann ich gerne zusenden. Dazu würde ich vorschlagen, dass die Personen, die daran interessiert sind, an diesen PDFs mir eine E-Mail schreiben und dann schicke ich die gerne raus. Das ist kein Problem. Ich gesammelt da. Dann eine ganz konkrete Frage. Wenn Firmen Geld spenden für ein Angebot, dürfen sie dann auch eine Spendenquittung bekommen? Kannst du dazu was sagen? Ja, also wenn der Verein gemeinnützig ist, dann kann er natürlich eine Spendenquittung dazu ausstellen. Ich bin jetzt nicht der Experte im Spenden. Ich weiß, dass es da zweckgebundene Spenden gibt, und so weiter. Man darf auch für Social Days an sich keine Bezahlung verlangen als gemeinnütziger Verein, weil es dann ja keine Spende mehr ist, die freiwillig ist. Man kann aber, also so machen das auch viele Vereine und Sozialorganisationen, die ich kenne, weil sie so eine Art Zahlungsvorschlag machen, Spendenvorschlag, und stellen dann auch eine Spendenquittung dafür aus. Ist natürlich dann auch attraktiv für die Firmen, ja. Und hast du irgendwelche Ideen für Social Days von Organisationen, die im Ausland ihre Programme durchführen oder irgendwelche Link-Tipps? Kannst du dazu was sagen? Es gibt tatsächlich auch Firmen, die sagen, dass sie ihre Mitarbeiter sogar ins Ausland entsenden für eine gewisse Zeit. Das ist dann aber nicht für einen Tag, sondern mindestens eine Woche. Darüber kann man nachdenken, und dann kann man, das kommt natürlich total auf die Organisation drauf an, wenn es eine Organisation ist, die auch in Deutschland sitzt, aber im Ausland quasi die eigentliche Tätigkeit verrichtet, dann macht natürlich am meisten ein Pro Bono Volunteering-Tag Sinn, wo man an der Website arbeitet oder an Themen nicht direkt mit der Zielgruppe, wenn die Mitarbeiter nicht ins Ausland fliegen können. Fliegen sollte man ja sowieso nicht. Gut, das waren soweit alle Fragen. Ja. Vielen Dank an dich, Stefanie, für deinen ganzen Input, für den Ja, Überblick gerne. über das ganze Thema. Auch vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmer, dass Sie dabei waren. Dann wünsche ich Ihnen jetzt allen noch einen schönen Mittag, einen schönen Nachmittag und eine gute Woche. Und wir freuen uns, wenn wir Sie demnächst wieder in einem unserer Webinare begrüßen dürfen. Tschüss aus München. Tschüss.